hatte doch letztes Jahr den Sonnenschutz gekauft. Ich habe da noch eine Review für dich offen. 3 Stück sogar. Ich dachte, ich rufe dich mal wieder an dafür. Da warte ich schon ganz sehnsüchtig drauf. Ich weiß nämlich, dass da auch einer dabei ist, den ich mir jetzt auch dir nachgekauft habe, der Kiehl's. Genau, der von Kiehl's ist nämlich, an den kann ich mich noch so gut dran erinnern, weil der Ultralight Daily UV Defense, das Aquagel. Und du weißt ja, dass mein Hauttyp eher so ist, dass alles mega leicht sein muss, super angenehm von der Textur. Ich dieses Ganze, dadurch, dass ich eher fettige Haut habe, nicht so viel ab kann. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Aquagel, was draufsteht, so ein Gel, das hatte so perfekt gepasst. Ich dachte, das wird jetzt mein neuer Runner hier. Und? Was ist draus geworden? Ehrlich gesagt, ein bisschen Mist. Also ich muss sagen, in dem ganzen Ding ist ja schon Alkohol drin. Und wie stehen wir zu Alkohol? Ja, im allergrößten Notfall. Wenn es sein muss, ne? Aber ich hatte mir halt versprochen, dass der relativ leicht sein wird. Und dann hat er die guten UVA-Filter wie das BMT, das DHHB, der hat eigentlich alles drin gehabt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der ist auch super leicht vom Verteilen, aber der lässt voll den Film. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir jetzt ist, aber ich muss sagen, für mich ist der leicht, aber diese Schicht, die hinterlassen wird, die finde ich trotzdem irgendwie störend. So leicht klebrig. Ah, das ist ja interessant, weil bei mir, und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, wenn Alkohol drin ist, insbesondere auch so hoch wie bei dem, dann nimmt man es hin für eine leichtere Textur. Denn die Sonnenschutzfilter, die haben wir ja auch ganz großzügig auf dem Blog aufgelistet mit allen Infos, die müssen ja in irgendwas gelöst werden, sagst du, predigst du immer. Entweder sie werden in anderen UV-Filtern gelöst, in Ölen gelöst oder halt mit ziemlich viel Alkohol dann nochmal spreadable gemacht. Und hier hat das nicht ganz so viel gebracht. Zieht nicht weg. Nee, genau. Also was man hier halt merkt, sie haben durch den ganzen Alkohol, der da drin ist, haben sie das so dünner bekommen. Die ganzen Öle sind natürlich aber trotzdem noch drin, um die UV-Filter lösen zu können. Und das ist das, was am Ende auch überbleibt. Also es sind leichte Öle, aber es ist halt trotzdem mit dem Verdicker da drin und diesen leichten Ölen eine dünne Schicht, aber halt eine Schicht, die ich merke am Ende. Deswegen leicht, ja, aber dann nicht auf Dauer, nicht für den Alltag. Den habe ich echt dann aufgebraucht für Sonnentage draußen, wo ich lange in der Sonne war, weil ich das da dann auch mal ab kann, für den Schutz quasi diese leichte Schicht zu ertragen. Würdest du dann sagen, das ist aber schon interessant für Mischhaut, die dann vielleicht nicht ganz so krass ölig ist? Also gerade wenn man dafür ist, noch Make-up drüber zu tragen, dann glaube ich, ist das super, weil man halt eine relativ leichte Schicht hat und mit Puder und Make-up kannst du relativ viel wieder ausgleichen von diesem Film. Das ist nämlich auch so ein Punkt, ne? Also was ich mir immer merke, wo der Unterschied auch zwischen uns ist, du hast eine ölige Haut, willst leichte Texturen, ich habe ja eine Misch mit eher Tendenz zu trockenen Haut, da unterscheiden wir uns ja, ich trage Make-up, das heißt, ich brauche seltenst noch zusätzlichen Schutz vor sichtbarem Licht und das ist ja für dich total wichtig. Ich vermute mal, hier ist es dann also auch, dass unter anderem Titandioxid mit drin ist, neben genau. Den anderen Filtern. Und du achtest ja auch nicht so sehr auf den Preis, ne? Das ist ein ziemlich hochpreisiges Produkt. Ne? Würdest du sagen, es ist trotzdem eine Textur, die ihren Preis wert ist, wenn der Hauttyp stimmt? Nee, weil ich finde, gerade bei diesen leichteren Texturen ist das, erwarte ich dann auch, dass man die so alleine tragen kann bei dem Preis. Und dafür finde ich, das Ausgleichen mit Make-up, das kann man auch mit anderen günstigeren Texturen und dafür finde ich den tatsächlich von Kiehl's zu teuer. Gib dir dein Feedback, ob es vielleicht bei mir ein bisschen besser funktioniert. Ich mag ja lieber die ein bisschen fettigeren Sachen, aber du hast ja noch 2 weitere Sonnenschutz, auf die ich sehr gespannt bin. Was hast du noch? Ich wollte nämlich gerade sagen, fettig ist da genau die richtige Überleitung. Das ist nämlich von Ultrasun, SPF 30 fürs Face. Und hier muss ich sagen, Moisturizing, der ist als Moisturizing, also beziehungsweise feuchtigkeitsspendend beschrieben. Was ich immer trotzdem noch als leichtere Textur verstehe, das muss nicht unbedingt sehr, sehr fettig sein. Der hat aber was sehr Reichhaltigeres, aber auf eine angenehme Art und Weise. Für mich wäre das so ein Winterkandidat. Ich muss sagen, den habe ich hier auch gewählt, weil der halt die UVA-Filter hat und vor allem auch sehr gut gegen sichtbares Licht schützt. Der hat das MBBT drin, kennt man vielleicht als Tinosorb M. Ist ein Filter, der auch gut vor UVA schützt, aber eben halt auch sehr effektiv im sichtbaren Licht ist. Nachteil kann sein, dass der halt sehr, sehr weißelnd ist. Ich muss aber sagen, dass der Sonnenschutz bei mir nicht wirklich geweißelt hat. Also dafür muss ich echt sagen, winterkältere Textur schützt gut und gibt einem dieses Pflegegefühl. Also wenn ich sehr trockene Haut habe, muss ich sagen, finde ich den echt cool.
Man findet Tinosorb M super selten. Über Tinosorb S sprechen super viele. Ist ja auch ein toller UV-Filter. Aber Tinosorb M, wie du schon sagst, gerade wenn es um UVA und sichtbares Licht geht, da kann er mehr. Ne, das Weißeln spricht ja auch so ein bisschen eben für den Schutz gegen blaue Licht, weißt schon, Strahlen. Ne? Das heißt, du würdest den eventuell nächsten Winter nachkaufen, sehe ich das richtig? Genau. Für den Winter finde ich den echt top. Also ein Däumchen nach oben von fettiger Haut, der SPF 30, sagtest du. Das ist dann für dich auch okay für den Alltag und wie du so schon sagtest, für den Winter. Nimmst du denn dann auch die empfohlenen 2 Milligramm pro Quadratzentimeter? Oder nee, tatsächlich, da würde ich sagen, den verwende ich so in normaler Tagescrememenge. Das ist ja so ungefähr die Hälfte von dem, was man auftragen sollte. Dann rechne ich damit, dass ich auch ungefähr die Hälfte vom UV-Schutz habe. Der ist aber mit den UV-Filtern sehr UVA-lastig, was ja im Winter extremst wichtig ist. Und damit bin ich dann wirklich für den Tag gut dabei. Da brauche ich jetzt nicht so hohe Werte. Und deswegen reicht auch hier die SPF 30. Für die direkte Sonne wäre es wahrscheinlich selbst bei dunklerer Haut ein bisschen mager, ne? Also ja, genau. Verbrennungsgefahr auf jeden Fall. Ich habe mir ja tatsächlich für dieses Jahr einen anderen von Ultrasun, auch mein erster von denen, Anti-Aging, Anti-Pigmentation und so. Aber die Filter sind eigentlich recht ähnlich. Da ist ja Ultrasun hat viele Filter, ne? Und du sagst ja auch immer, viele Filter boosten sich ja auch gegenseitig. Daher auch top. Ich habe ihn auch noch nicht ausprobiert, ist gerade angekommen. Bin sehr gespannt, was dann noch passieren wird. Was ist deine Nummer 3? Meine Nummer 3 ist von Ultraviolet. Das kommt tatsächlich auch so ein bisschen, weil die auf Instagram ja extremst Werbung gemacht haben für ihre ganzen. In Australien ist es typisch, dass man da hinten eigentlich nur die UV-Filter, also die Actives drin hat, die wirklich so wirken. Da muss man nicht alle Bestandteile drauf haben, aber bei dir auf dem Blog habe ich gesehen, kann man ja von dem Produkt dann die ganze Inki-Liste nochmal sehen. Und hier muss ich sagen, auch das Titaniumdioxid ist mit drin, wieder super gegen sichtbares Licht. Auch wieder das MBBT und das DHHB, ein reiner UVA-Filter, eine SPF 30. Und ich muss sagen, der wird als Weightless Mineral Skin Screen beschrieben. Der ist jetzt ja nicht rein mineralisch, der hat ja zusätzlich die Kombi mineralisch und organische Filter, die sich gegenseitig boosten. Das habe ich halt gerne. Und das Weightless, muss ich sagen, das kriegt der echt gut hin. Der ist sehr, sehr leicht, der trocknet auch relativ matt an. Und also da ist so ein bisschen Liebe mit im Spiel, muss ich sagen, weil den kann ich pur alleine verwenden. Der ist leicht getönt, das nimmt dieses Weißelnde weg. Ist teuer, das stört mich ja nicht so. Aber ich muss sagen, der hat keine richtigen Nachteile. Boah, das ist ja Hammer. Also die haben ja auch ziemlich frisch gestartet, glaube ich. Die ist eine australische Marke, wie du sagst. Und die haben ja auch nur Sonnenschutz bisher. Auch mittlerweile auch was für die Lippen. Aber die haben halt vier sehr unterschiedlich konzipierte Sonnenschutz. Ich habe mir nämlich so ein Set zum Testen. Da ist deiner nicht bei. Aber der andere flüssige, der nicht rein, also nicht mineralisch in dem Sinne, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob da überhaupt was Mineralisches drin ist. Und die haben so ein cooles Serum, wo ich mir ja natürlich erhoffe, dass das gerade so mit Make-up gut funktionieren wird. Habe aber eben über von dem, den du getestet hast, also nur Positives gehört, weil ich tatsächlich dachte, der sei nur mineralisch, aber ist er nicht, ne? Ich dachte, vielleicht haben die da wieder mit so Boostern getrickst, sich mineralisch genannt, so wie wir das in unserem Talk zum Purito ja hatten, ne? Da wird ja auch ein bisschen ich hatte ja geguckt bei dir auf der Seite und da ist tatsächlich kein Booster mit drin gewesen. Also das sieht schon echt schick aus. Du wirst dich freuen, ich habe extra eine Kategorie erstellt, in der nur Produkte sind, das verlinke ich dir, die einen Booster haben, obwohl sie sich mineralisch nennen. Ach, wie geil. Ganz böse. Also das heißt, das ist tatsächlich für dich so ein Anwärter, der hat aber auch SPF 30 nur, ne? Auch. Den ich hier habe, der hat nur eine SPF 30. Ich glaube aber, das genau. Serum, was du hast, das hat eine SPF 50, oder? Ja, 50 oder 45 oder so, ja. Aber das heißt, für die knallige Sonne würdest du dann was anderes nehmen, sowas wie Kiehl's mit SPF 50 oder 50 plus. Genau. Aber der wäre für dich so im Alltag, auch im Sommer, wenn du eher im Schattigen bist, nur auf dem Weg zur Arbeit, wäre das ausreichend? Also bei dem muss ich jetzt wirklich sagen, dadurch, dass ich mehr davon auftragen kann, ist der selbst im Sommer nicht bei extremster Sonne, aber wenn ich längere Zeiträume mal in der Sonne bin, ist der für mich alleine okay. Eben weil ich davon so viel auftragen kann, um auf die ausreichende Menge zu kommen.
Ansonsten wäre es tatsächlich, wenn ich den ganzen Tag in der Sonne bin, durchgehend, was man sowieso eigentlich nicht machen sollte, dann reicht er mir nicht, dann gehe ich wirklich auf eine SPF 50 plus. Mhm. Du weißt ja, für mich war letztes Jahr nicht ganz so spannend. Ich habe ja vor allem auf Nivea gesetzt, weil ich dieses Cremige so mochte. Ich muss aber auch gestehen, dass wir durch unsere komplette Serie hat das alles so ein bisschen auf den Kopf bei mir gestellt. Und ich taste mich ein bisschen heran. Ich hatte noch ein bisschen was übrig von diesem. Das funktionierte bei mir leider gar nicht. Das ist ja der mineralische, der ja auch so mattiert ist. Den hatte mir mal Leon empfohlen, aber das funktioniert bei mir gar nicht. Den gibt es zwar mittlerweile in heller, denn der war mir zu dunkel, aber der mattiert mir zu sehr und meine Haut spannt die ganze Zeit. Aber ich glaube, bei öligen Hauttypen ist der sehr populär. Ich hatte dann noch auch einen übrig aus Korea. Den hatte eine Freundin von mir sehr gemocht. Den habe ich aber auch nur benutzt, wenn ich zu Hause war, weil der schon ein bisschen älter war. Ich hatte den frisch angebrochen, aber der ist wirklich sehr komfortabel und er riecht ein bisschen nach Eukalyptus und Teebaum und das liebe ich ja so sehr. Ich muss aber auch sagen, ich bin mittlerweile so ein bisschen weg von den koreanischen. Ich hatte ja auch hier den super berühmten Biore aufgebraucht. Aber da ist das mit den UVA, ne? Also die haben da irgendwie so ein, die sind, würden ganz oft gar keinen UVA-Kringel bei uns bekommen, hatten wir ja auch bei Purito besprochen. Und das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig, weil ich den Sonnenschutz ja hauptsächlich eben wegen dem UVA so hoch ansetze. Sonst könnte ich auch SPF 30 nehmen, aber wir wollen den UVA. Und darum ja, aber für dieses Jahr ein weiterer, den ich habe. Und ich glaube, da sollten wir nächstes Mal nochmal ein bisschen drüber sprechen. Es gibt einen neuen UV-Filter on the game. Wollen wir nächste Woche drüber reden? Wir wollen nächste Woche drüber reden. Wir müssen nächste Woche drüber reden. Dann erzähle ich dir auch schon ein bisschen meine ersten Erfahrungen damit, ne? Also ich freue mich, dass du zurück bist. Ich auf jeden Fall auch. Und freue mich jetzt umso mehr auf das, was du von dem neuen UV-Schutz da erzählen möchtest. Yay! Also, bis nächste Woche. Ciao! Bis nächste Woche. Ciao!